Jetzt bleib doch mal hier stehen, Mensch. Hey. Hallo? Ey, der war plötzlich da. Au. Zu hastig. Entkommt uns! Dein Ende ist gekommen! Wo? Wir haben doch Geld. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Auf jeden Fall noch mal mit. So, ich brauche einen anderen Weg. So, was ist denn? Wie komme ich da runter? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie komme ich da runter? Wer legt denn hier Schläuche lang? Wer legt denn hier Schläuche lang? Ah, da ist er. Wie Medizin wurde vorhin. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Aber die kann ich nie nehmen. Warum nicht? So. Alter. Aha. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebte wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es in fort. Sie verbrennt die Haus von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Zielstrebig. Niemals. Das lässt sie konzentrierter sein als du. Das ist das Beispiel. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals. Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Falsch gesprungen. Falsch gesprungen. Kann ich das jetzt nochmal versuchen? So. Ja. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell.
Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Wohin? Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. Ja, ich glaube ja schon. Beeilung! Ja! Ja, guter Weg! Glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Soll das ein Witz sein? Hier. Oh Mann. Laufen, nicht kämpfen. Ja, aber wohin denn? Und wie komme ich hier rüber? Ich komme nicht rüber. Wohin denn? Okay, da ist schon mal nicht lang. War ja eine gute Idee, aber... Boah, was für ein Zwischensweg, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Sequenz. Zwischensequenz. So, wo muss ich hin? Ich kämpfe, lauf! Ja, ich laufe, ich kämpfe auch. Soll das ein Witz sein? Nach links zum Lager! Nach links zum Lager! Ach da, hier ist links. Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Los, Beeilung! Getroffen! Mehr Eclipse am anderen Ende. Ja, ich sehe es. Brücke in Sicht. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut.
Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Wir haben ganz schön gelitten. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Profil erhalten. Aber ich brauche ihn noch. Genau, nicht den Fokus. Nach Sonnenfall. Nicht den Fokus. Und Zero Dawn. Nicht den Fokus wegwerfen. So, ja. Dann haben wir ja... Entschuldigung erstmal dafür, dass ich die eine Szene ein bisschen gekappt habe. Aber... Ich habe da echt... Ich dachte, ich müsste da springen und mich da festhalten. Musste ich aber gar nicht. Musste ich aber nicht. Aber wir haben dann nur wahrscheinlich einen Kletterpart verpasst. Also es viel kann es nicht gewesen sein. So. Ich muss mich erstmal wieder hier... Ne? Ich muss mich mal eben hier ein bisschen von dem ganzen Kram hier mitnehmen. Wildschwein! Wo ist es? Da ist es. Wildschwein! 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 Bleib doch mal hier! Ich hab schon zu viel dabei. Ja, was kannst du denn nicht mitnehmen? Mal gucken. Reichhaltiges Fleisch kannst du denn nicht mitnehmen? Wovon haben wir schon genug? Ja, dann. Ja, dann kann ich es auch nicht. So. Ich müsste mich noch. Langsam. Ja, ist in Ordnung. Müsste mich mal ein bisschen gesundheitsmäßig aufleveln. So, wo haben wir noch was? So, da hinten vielleicht. So, was brauchen wir? Können wir noch nicht. Die können wir machen. Alles andere brauchen wir nicht. So, Wieder fallen. Etwas Vorrat. Ja, da hinten läuft der Fallensteller wieder. So, wo muss ich hin? Okay, ich muss nach Sonnenfall. Da. Okay. Gut, also, dann machen wir Folgendes. Wir werden nach rechts abdriften. Und mal ganz kurz uns diese Metallblume holen, die da noch blöd rumsteht. Weil sonst haben wir hier unten alles. Wir driften jetzt. Wo stehen wir denn? Da in diese Richtung driften wir ab jetzt, oder? Ist rechts richtig? Ist das hier die richtige Richtung? Nö. Ist das die richtige Richtung? Ich kann auch eine Markierung setzen. Also ist ja nicht so, dass ich... Ne? Wegpunkt setzen. Ja. Aber wir laufen natürlich nicht den Weg entlang. Sondern wir gehen einfach querfeldein. So. Gut. Ja, Mann und Mann. Da. Warte. Habt ihr was für mich, was ich brauche? Ich stehe da gerade so rum. Wir könnten ja mal gucken, ob ihr was habt, was ich brauche. So. Du siehst mich gar nicht. Hm.
Kommst du oder nicht? Ne, komm. Komm. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Hallo erstmal. Wenn die ganzen alle weg jetzt. Jetzt rennen die alle weg. Nur wegen dir. Einer ist immer sauer von denen, oder? Einer ist immer sauer. So, wo sind die anderen jetzt hingerannt? Er ist immer angesäuert. Wo sind die anderen denn? Wie weit können sie ja nicht sein. Da. Da sind sie. So, die will ich mir auch nochmal eben holen. Ja? Du bist sowas von erledigt. So. Aber alles, was ich brauche, dann. Was ist das hier denn noch? Oh, Entschuldigung. Hallo? So. Was hat der noch? Ruhe. Ja, haben wir noch. Zünder haben wir auch noch. Ja, dann. Ja, warten wir, bis er beruhigt ist. Einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, allerdings. Ja, allerdings. So, das speichern wir mal eben. So, speichern. Ja. Gut. So, speichern wir mal hier. Okay. So, weiter geht's. Ich muss wieder dahin. Das ist mein Ziel. So, ihr könnt da liegen bleiben. Komme ich da durch die Schlucht? Wahrscheinlich ja. Oder? Wahrscheinlich ja. So. Was machst du da? Verdammt. So, ich habe mal wieder Schrotthaufen gebaut. Seht her.
Ich habe mal wieder Schrotthaufen gebaut. Brauche ich nichts von. Ich brauche unbedingt mal einen Händler, dem ich mal ein bisschen was verkaufen kann. Ja? Gibt es hier in der Nähe Händler? Nö, gibt es keine Händler. Doch, da gibt es einen Händler. Da gibt es einen Händler. Ja, dann mache ich mich doch mal eben zum Händler. Dann kann ich dem nämlich den ganzen Kram verkaufen. Weil sonst, ne, bringt das ja nichts, wenn ich hier alle Sachen um die Ecke bringe. So, wo war der Händler? In welcher Richtung? Warum wird er nicht angezeigt hier? Warum wird der Händler nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Irgendwie steht er jetzt hier so, oder? Da ist er. Da ist er. Hallo Händler. Hallo, hallo, hallo. Ich wollte dir mal ein bisschen was verkaufen. So, pass auf. Wir verkaufen dir jetzt Folgendes. Das ist natürlich viel, was ich hier habe. Sowas. Sowas. Objektherstellung, das verkauft man natürlich nicht. Ja, das will er nicht. Okay. Wächterherz. Davon kannst du mal ein bisschen was haben. Und was kannst du noch haben? Ja, das ist nicht. Hier, davon kannst du auch noch. Sägezahnlinse, Pirscherlinse, Stürmerlinse, Plünderlinse, Graserlinse. Was für Linsen alle? Breitkopflinsen. Linsen, Linden, Linsen. Läuferlinse. Hiervon haben wir da auch genug. Wächterlinse. So. Was haben wir da? So. Mehrere. Verkaufen wir alle. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen, ne? So, vielen Dank dafür. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Wo war hier noch eben kurz? Habe ich doch gerade noch gesehen. Ja. So. Das brauche ich noch mal eben kurz. Brauche ich noch was eben kurz? Hier steht noch was. Ja. Gut. So, jetzt geht es mir auch hier wieder gut. Gut. Okay. So, jetzt aber auf. Achso, da stand ich direkt davor. Sie ist. Wo ist sie doch, dass ich was gesehen habe? Und hier war auch noch was. So, jetzt aber nichts wie zu der Metallblume. Okay. Mal eben kurz dieses Blümchen noch pflücken. Aber jetzt geht's zum Metallblumen. Ganz bestimmt. Kann ich auch reiten? So, komm, ich bin schon lange nicht mehr geritten, oder? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, also geht's jetzt los. Wir reiten. Bin ich auf dem richtigen Weg? Nein. Natürlich nicht. Wir müssen nach rechts reiten. Da müssen wir rein. Da, wo die Graser grasen. Ja? Und die anderen. Aber weil wir jetzt gespeichert haben, sind sie alle wieder da. Ja, so ist das. So ist das. So, wo müssen wir denn? Wir müssen irgendwie da rein. Okay. Dann gehen wir halt da rein.
Hier müssen wir. Ja. Okay. So, bremsen wir uns kurz ab. Wo war meine... Hier, ich stehe direkt daneben. Ist ja witzig. Das ist ja witzig. Dann steig mal ab. Ich muss mal eben hier die Metallbombe nehmen. So, ich muss mal eben hier zur Metallblume, die hier irgendwo rumsteht. Normalerweise sieht man die ganz gut. Die Metallblume. Hier steht sie nicht. Reinhaus. So, steht sie hier irgendwo? Nee. Bin ich noch im Suchradius? Ja. So, dann wird sie ja irgendwo stehen. Sie wird sich schon bemerkbar machen, wenn ich in ihrer Nähe bin. Da. Was ist das? Das ist was Blaues. Hast du gesehen? Warum ist das? Achso, das ist mein Pferd. mein Reittier. Pferd ist ja falsch. So. Hier ist keine Metallblume, aber ein Fuchs. Aber ein Fuchs. Was haben wir jetzt davon? Fuchs tot. Keine Metallblume. Was guckt ihr da blöd? Ich suche nur eine Metallblume. Ich bin immer noch im Radius. Ich suche hier nur eine Metallblume. Ihr könnt da weiter grasen oder auch mitsuchen. Könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. So. Irgendwo muss die da oben stehen. Gibt's ja nicht. Aber jetzt bin ich hier am Rand. Also hier geht's definitiv nicht mit Metallblume weiter. Wo steht sie hier? Wo steht sie hier? Vielleicht hier oben? Hier? Metallblume? Noch habe ich jede Metallblume gefunden. Scannen wir mal die Gegend, ob ich hier irgendwas sehe. Da könnte was sein. Wo ist es jetzt? Es ist wieder weg. Da. Da, wo das Schwein steht. Hier könnte was sein. Oder? Ja. Ein fauler Wächter, der herumliegt. So. Ja, meine Freunde. Das ist natürlich blöd. Aber wir müssen auch gehen. Sind wir hier noch im Suchradius? Ne, wir sind schon aus dem Suchradius raus. Wir sind aus dem Suchradius schon raus. Das ist blöd. Aber wir finden die noch. Da bin ich guter Dinge. Da bin ich guter Dinge, dass wir die hier irgendwo finden. Ich muss mal ein bisschen... Radius ein bisschen anders gestalten. Was ist hier? Bin ich im Suchradius? Ja. Bin ich im Suchradius? Hilfe! Hilfe! Die wollen mir warten! Kalt! Mach mich nicht kalt! Mach sie kalt! Ja.
Bitte? Was? Och nö. Ey, das ist wieder, wenn du überheblich bist, weißt du? Dann holst du dir das Reittier zur Hilfe und meinst, jetzt geht alles gut. Aber nein. Ach nee. Ach nee. Naja, okay. Da müssen wir jetzt durch. Nützt nichts. Aber die scheiß Metallblume, was ist denn da los? Was ist denn da los mit dieser Metallblume? Warum finden wir die denn nicht? Wildschwein. So. Okay, dann machen wir es wieder auf die alte herkömmliche Tour. Aber auf den Deckel. Warum kann ich denn immer noch nicht irgendwas mitnehmen? Stürmerlinse voll und ach, ich weiß auch nicht. So, irgendwo ist hier diese scheiß Metallblume. Hier. Irgendwo ist hier diese scheiß Metallblume. Gibt's da nicht. Da? Ja. Eine. Irgendwo muss die ja hier sein. Hilfe! Ich habe nicht genug Kraft! Was? Wer? Wo? Wer ruft hier um Hilfe? Ich suche Metallblumen. Ich kann eigentlich gar nicht. Eigentlich kann ich nicht. Eigentlich konnte ich ja nicht, weil keine Zeit. Irgendeiner hat hier gerade um Hilfe gerufen. Hast du es gehört? Oder wer? Nützlich für eine alte Rezeptur. Ja, ganz nützlich. Ganz nützlich. Metallblume? Nö. Aber Gesundheit. So, je toll das, so toll das hier auch aussieht, Metallblume haben wir immer noch nicht. Metallblume haben wir immer noch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Was ist denn hier? Mehr kann ich nicht tragen. Ja, ist in Ordnung. Wer bist du denn? Warst du der, der um Hilfe gerufen hat? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder warst du das? Irgendeiner von euch war es bestimmt. So. Jetzt aber Metallblume. Da müssen wir halt systematisch davor gehen. Ich kann es nicht ändern. Ich will diese scheiß Metallblume haben. Ich will diese scheiß Metallblume. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht.
stehe jetzt direkt eigentlich mitten im Zentrum. Mitten im Zentrum, da wo die Metallblume sich aufhalten soll. Ja? Und wir wissen ja, wie die aussieht. Die entfaltet sich ja dann so, weißt du? Das heißt, wir können die eigentlich auch gar nicht verfehlen. Und eine hiervon. Und da ist sie! Da versteckt die sich. So, da hat die sich einfach versteckt. Gibt's ja nicht. So. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf, meine Freunde. Hier haben wir eine Metallblume, da müssen wir noch hin. Dann machen wir uns jetzt auf nach hier. Oder? Oder wir machen uns auf nach hier und gehen dann von hier weiter. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Na komm, jetzt aber. So, ein Lagerfeuer haben wir hier. Das ist aber toll. So, schnell oder manuell? Man weiß es nicht. Da hinten rennen sie wieder. Aber wo muss ich eigentlich hin? Sieht erstmal hier recht schön aus, oder? Das sieht erstmal recht schön aus. So, also machen wir doch mal Folgendes. Da speichern wir jetzt hin. So, dunkle Geheimnisse der Erde. Begib dich nach Sonnenfall. Das würde ich ja gerne machen. Aber, meine Freunde, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis hierhin erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, heute war ich ein bisschen nachlässig, oder? Ein bisschen hektisch, ein bisschen nachlässig. Da unten rennt wieder einer rum. Aber das kriegen wir alles hin. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann, euer Zauber.